Hier wird eine Robbe vom Angelhaken befreit. Diese süße Robbe hat sich in einem Angelhaken verfangen. Fischer entdecken das Tier am Strand der russischen Insel Sachalin und verständigen die lokalen Naturschützer der Organisation Green Sachalin. Das ermattete Tier wird von den Naturschützern schnell ausfindig gemacht. Jetzt noch den richtigen Zeitpunkt abpassen, sonst flüchtet die Robbe ins Meer und schon wird sie festgehalten. Ein Angelhaken wird aus der Lippe entfernt, ein weiterer aus der Flosse. Jetzt noch weg mit dem Angelschnurgewirr. Und schon geht es mit neuer Kraft ab ins Meer. Laut den Naturschützern wird die Robbe nicht verletzt. Für die Robbe ist es eine lebensrettende Aktion und für die Naturschützer eine gute Tat mehr. Bei dem Tier handelt es sich um eine Lagerrobbe. Diese Tiere kommen schwerpunktmäßig im nördlichen Pazifik vor.